Kriegsende habe ich in dieser Kindergärtnerin-Ausbildung noch erlebt. Im Mai, am 8. Mai 1945. Und dann hat das Rote Kreuz in Genf ganz schnell Kinder, die gesundheitlich dringend aufgepäppelt werden mussten, aus dem Ruhrgebiet eingeladen. Und da war ich ein Jahr als Kindergärtnerin tätig, hatte eben meine Kindergruppe, und das war sehr nett. Die kamen so für 6 Wochen, glaube ich. Und ich mochte immer die Jungs lieber, die Jungsgruppen. Und mittlerweile war meine ältere Schwester schon in Deutschland. Die hatte eine Pfarrhelferin-Ausbildung gemacht in Genf und war schon 1945 wieder nach Deutschland gekommen, nach Frankfurt am Main, durch amerikanische, ja, durchs Militär. Ja, das war ja Besatzungszone, amerikanische Besatzungszone, und hat dort Mädchen für alles bei einem Pfarrer gespielt und in der Gemeinde. Und das war eine Zeit, Frankfurt war ein großer Umschlagsplatz für den Schwarzmarkt und hatte unglaublich viele Jugendliche, die sich eben da auf dem Bahnhof und so rumtrieben. Und da haben die Amerikaner dann ziemlich schnell eingegriffen. Und dann wurde auf der Bad Vilbler Höhe, was direkt nordöstlich von Frankfurt am Main liegt und ein großer Truppenübungsplatz war, mit lauter Schützengräben und so. Und da haben die Amerikaner ein Zeltlager aufgebaut für Jugendliche und haben die abends angeschleppt. Und das Evangelische Hilfswerk hat da das Personal gestellt, und ja, das ging mit den Amerikanern. Und dann kamen auch schon 1946 die ersten Siedler. Denn es war eine Siedlung geplant für etwa 7000 Flüchtlinge, und die Männer sollten ihre Häuser selber bauen. Und da wurden Gruppen gebildet, und Bad Vilbel selber war eine Arbeitervorstadt eigentlich von Frankfurt am Main. Und da oben gab es kein Wasser, gab keine Kanalisation, gab keinen Strom, nichts. Und die Männer haben da aber in Baracken gewohnt und angefangen zu bauen, und zwar Lehmbauten. Das war Lehmboden, der nachts gepresst wurde und dann für tagelang in der Sonne trocknete, die Steine, und daraus haben sie also die Häuser gebaut. Und ganz bald brauchte diese Siedlung, konnte von Frankfurt aus nicht mehr genügend gemanagt werden, sodass der Pfarrer, wo meine Schwester war, in Genf gefragt hat, ob mein Vater da nicht als erster Pfarrer und Bürgermeister praktisch kommen wollte. Und mein Vater wollte auch nach Deutschland zurück und hat auch in der Schweiz dann im Ökumenischen Rat sich sehr stark zurückgehalten, weil er zutiefst erschüttert war über die Auswirkungen des Juden und überhaupt Minderheitenhasses während der Nazizeit und was da alles passiert ist, einschließlich die Euthanasieopfer an sogenannten nicht lebenswerten Menschen.
und hat gesagt, ich kann, das müssen jetzt andere tun und ich will versuchen in Deutschland. Waren wir alle von überzeugt, wir wollten ein besseres Deutschland aufbauen.